Kelsos Apartment, 2.13 Uhr. Hello, Jack. This is Detective Roy Earle. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How've you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Jack scheint nicht gerade erfreut zu sein, dass wir hier den guten Mann bei seinem Apartment abgefangen haben. Aber was will man machen? So ist unser Cole Phelps immer. Direkt. Und offensichtlich hat er ein Verhältnis auch, Cole Phelps, was ich ja gar nicht glauben kann. So korrekt, wie der immer ist. Elsa, die deutsche Jazzsängerin aus dem Blue Room, da sehen wir uns auch gerade. Mit der hat er da, glaube ich, irgendwas. Ist nur eine Vermutung, keine hundertprozentige Sicherheit, weil gesehen hat man nichts. Aber erste Nacht zu ihr gefahren, hat sie verfolgt und an ihrer Tür geklopft und ihre Wohnung dann betreten und dann war plötzlich nichts mehr zu sehen. Es war also auch sehr, sehr brisant. Brisant. Wie lange dauert das denn hier, das Laden? Central Police Station. Verhör in Hollywood, 3.35 Uhr. Jack Kelso, Augenblau, Alter 34, Haare braun, männlich, ehemaliger Marine und Offiziersschulabbrecher, Morphium aus dem Armeevorrat. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Ach Jack, sag mir doch die Wahrheit, alter Freund. Er ist auf jeden Fall am Rumglucksen, am Rumdrucksen. Ich denke, wir zweifeln das Wort dieser alten Pappnase mal an. Der ja auch verschiedene Japaner mit seinen eigenen Händen gekillt hat. Im Nahkampf hat er die besiegt. So gefährlich sieht er gar nicht aus. Aber wir zweifeln das jetzt nochmal an. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the vice squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You'd better watch your mouth. Ex-Marine McGoldrick. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Das zweifle ich aber auch mal an. Ich kann mir kaum vorstellen, wenn die zusammengearbeitet haben. Und Jack Kelso hat da ja auch was mit zu tun. Immerhin wissen wir aus diesem Zeitungsbericht, dass er und Sheldon ein Treffen mit Mickey Cohen hatten. Ich zweifle es kurz mal an. Want to take a guess where he got hold of the cash? Not really. Das war falsch. Da habe ich die Frage falsch beantwortet. Naja. Von der Cool Ridge gestohlene Waffen, von dem Armeeboot, das ist die Cool Ridge, wo da jegliche Waffen und was weiß ich, Zigaretten und die Morphiumvorräte und Co. geraubt wurden. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Mensch, 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 soll ich ihm das glauben? Naja, wusste ja auch eigentlich, also entweder war es eine Lüge eben oder es war die Wahrheit. Vielleicht mache ich hier, vielleicht sagt er mal die Wahrheit. Abgesehen, dass er ein bisschen oft blinzelt, guckt er nicht nach oben und unten. Guckt ziemlich geradeaus. Okay. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out.
SS Coolridge Raub. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolridge jacket? What I know is that on three separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Sagt er da auch wieder die Wahrheit? Das kann ich mir kaum vorstellen, dass er da die Wahrheit sagt. Jetzt schluckt er auch, aber er wirkt sehr wütend. Ob das jetzt Lügen ist? Ich guck mal gerade noch in unser Notizbuch. Morphium, Blue Room Ausweis, gestohlene Wailers, gestohlene BIRs, Coolridge Raub, Schiffspapiere, Notizbuch des Scharfschützen, Six Marines. Vielleicht können wir ihm das mal unter die Nase reiben hier. Ich glaube, ich sag mal, das ist eine Lüge. I don't believe you, Jack. You were there. You were either involved or you know who is. You calling me a liar, Cole? I hope you have something to back that up. I won't let you hide behind your rank any longer. Naja, geben wir das hier mal an. Six Marines. Verbindung des Rückkehr der Six Marine Division mit dem Morphium-Raub. Ich hoffe, das ist korrekt. You can tick me off your little list. I'm not involved. Jack, just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump. With his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm gonna be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majewski. Another name from the manifest? Damals schleunigst dahin. Ja, das Gespräch mit Jack Kelso. So, Robert Steiner. Du fährst, Roy. Gib Vollgas. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Ja, das Gespräch mit Jack Kelso ist nicht gerade bravourös verlaufen. Da haben wir nur 2 von 4 Fragen richtig gestellt, beziehungsweise die Antworten richtig gedeutet. Das war für unsere Verhältnisse nicht gerade prickelnd, aber es kann passieren. Es war auch recht schwer, weil ich ihn sehr stark verdächtigt habe. Robert Steiner, 4:18 Uhr. Two of them officers, they went that way. Damals schleunigst hinterher. Wir werden offensichtlich unsere alten Marine-Kollegen alle hier nach und nach erschossen. Ich tippe mal auf Mickey Cohen und Co. Die kriegen da. Roy, pack die Wumme aus, Mensch, die schießen auf uns. Boah. Wieder eine Parkbank mitgenommen, das ist natürlich nicht meine Absicht gewesen, aber was will man machen hier bei so einer Verfolgungsjagd? Oh, fuck. Und da kommt doch noch das Cable Car. Step on it, huh? Just give me a little closer. Die haben auf jeden Fall eine geile Karre. Let's see how fast he runs on bare rims. Boah. Was nehmen die denn da alles mit, die Typen, ey? Und ich soll hier vernünftig fahren? Das ist ja aber mal sehr, sehr unrealistisch. Ach du grüne Neune! Bleiben Sie stehen, Mensch! Okay, jetzt zu Fuß weiter. Komm raus, Cole, sag ich schon hier. Cole Phelps noch wir. Roy, meine ich natürlich. Zackig hin da. Die haben bestimmt wieder BARs und fette Knarren. Fuck. Wenn er rausguckt, dann. Den haben wir auf jeden Fall erwischt. Ich würde eigentlich gerne ihn lebend erwischen, aber es ist nicht so leicht, wie ihr euch das manchmal vorstellt hier in den Kommentaren. Deswegen musste ich ihn jetzt leider richten. Weil Phelps stirbt doch verdammt schnell. Also wenn er 1-2 Kugeln kriegt, ist er tot, unser Officer Phelps.
So, Tatort Gasse. Ein neuer Ort, wieder ein Tatort in der Gasse. Hier sind sie gegengebraust, hier konnten sie nicht weiterfahren, da mussten sie zu Fuß weiter vordringen. Mensch, dann waren aber zu viele Polizisten hinter denen her. Und das ist bestimmt eine BA. Mit großer, großer Sicherheit. Na, wie kann ich denn hier näher rankommen? Irgendwie gar nicht, will nicht so richtig klappen. Aber wir wissen jetzt eh, dass da eine BAR ist. Wahrscheinlich kommt das nicht als weiterer Hinweis vor. Roy, lass mich mal den guten Burschen hier anschauen. Aber hier kann ich mir gar nichts anschauen, groß, bei ihm. Aber da liegt eine neue Zeitung. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ist ja immer ganz interessant. Da erfährt man ja immer interessante Sachen. Skandal im LAPD könnte bis nach ganz oben reichen. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor, District Attorney. Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl, Detective, Administrative Vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down. Who has betrayed America for a German junkie whore. Who has abandoned his pledge to the LAPD. And his commitment to the public, we all serve. Could be all over the papers by tomorrow. And you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer? Roy, du Drecksack. Da haben wir mal wieder was erfahren, was vielleicht in der Zukunft passiert oder was in der Zukunft passiert ist. Dieser Bastard von Partner hat uns verraten. Das war so klar, weil Roy Earl ist eh so ein schmieriger Kauz. Nicht wirklich ehrlich. Geht mit verschiedenen Leuten auch sehr rabiat und unverschämt um. Und Manieren wie unser Phelps hat er sowieso nicht. Was haben wir denn hier? Los Angeles, Hafenbehörde. Passagiernamen, komplett. Michael Driscoll. David Hendricks. Thomas Statham. Felix Alvaro. Albert Reading. Leo Epstein. Oder Epstein. McGoldrick ist schon durchgestrichen. Seht ihr das? Majewski, Christopher ist auch durchgestrichen. Jack Kelso, Courtney Sheldon. Ja, John Higgins. Patrick Connolly. An LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Ja, diese Leute sollten sterben, sind hier aus Shanghai nach San Pedro. In Shanghai haben sie abgelegt, damals im Krieg, weil die haben ja gegen die Japaner gekämpft in Asien. Okay. Also auch Sheldon und Jack Kelso sollen offensichtlich von Mickey Cohen umgebracht werden. Gucken wir uns seinen Kopf mal genauer an, von diesem Lakaien von Mickey. Dem Lakaien des Drogenbarons. Huch. Ah, das ist hier diese Liste. Die haben wir uns ja schon angeguckt. Und jetzt gucken wir nochmal in die andere Jackentasche. Ja, hier, andere Jackentasche bitte. Mickys Treffen um 21 Uhr bei Newsview Gebäude.
Sheldon, Mitte 20, 1,78, dunkle Haare. Cohen is meeting with Sheldon tonight. Da sollten wir dabei sein. Schützen Notizbuch. Und wir haben es ja eigentlich auch schon erfahren, warum Mickey Cohen. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Da hast du mal ausnahmsweise recht, Roy. Ja, wir haben es ja eigentlich schon erfahren, warum Mickey Cohen und Jack Kelso sowie Sheldon und Co. Probleme haben. Das war in dieser Zwischensequenz deutlich beschrieben. Die wollten aus dem Drogengeschäft aussteigen, die Marines. Und ich glaube, Mickey Cohen war davon nicht so begeistert und will jetzt den ganzen Stoff für sich haben. In den Zwischensequenzen gibt es ja auch immer wieder Andeutungen, immer wieder. Ja, immer wieder wird auch was offengelegt. So, und jetzt haben wir uns diese Gasse hier, wo der Mordfall passiert ist, genauer angeschaut. Jetzt steigen wir mal in unser schönes Fahrzeug. Jetzt müssen wir mal schauen, wo fahren wir als nächstes hin? Wir haben jetzt diverse Orte. Hollywood Revier, Hollywood Post Office. Ich glaube, wir fahren mal zu Graumans Chinese Theatre. Historischer Vorhof und Gebäude des Mans Chinese Theatres. Ja, ein Theater. Fahren wir hin. Chinesisches Theater. Wie weit ist das weg? Ich schaue mal kurz auf die Karte. Je nachdem fahre ich da mal eben selber. Das kriegen wir selber hin. Dann gebe ich noch ein bisschen Gas hier. Ein bisschen Vollgas. Und amüsiere euch mit meinem absolut unregelgerechten Fahrstil. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine. They're waiting for someone to crack. Aber wollen wir Vollgas geben, die Sirene anmachen. Mit Sirene fährt sich's besser, da machen die wenigstens Platz, die anderen. Da seht ihr das gerade, da wird die linke Spur freigeräumt. Auf der Autobahn hätte ich auch manchmal gerne die Sirene. Wenn da einer mit 80 plötzlich in der 120er-Zone auf die linke Spur fährt, würde ich auch manchmal ganz gern die Sirene anmachen. Aber manche Leute fahren auch wirklich, oh mein Gott. Graumanns Chinese Theatre, 4.41 Uhr. Also die fahren so wie ich jetzt hier in Illinois fahren, die in Wirklichkeit. Obwohl nicht ganz so schlimm, das würde glaube ich kaum wer überleben. Ach du Scheiße. Na, dann fahren wir da mal hinterher. Schieß drauf, Roy. Boah, der Hydrant, den haben sie aber auch gut mitgenommen. Wir bleiben dran. Roy, das ist leider nicht so leicht, wie du dir das manchmal vorstellst hier. Die Karren sind auch alle ein bisschen behäbig. So, den Kofferraum haben sie verloren auf jeden Fall. So, jetzt kannst du dem doch in die Reifen schießen, Mensch. Muss doch klappen. Ja, das ist ein Punkt. Pam! So, und die machen wir platt jetzt. Was? Wie hat er das überlebt, der Bastard? Dieser Penner! Du Schweinehund! Mensch, Mensch, Mensch. Da hat Mickey Cohen so ein richtiges... ja, Eliminierungstrüppchen aufgestellt, was die ganzen Marines, die da auf dem Schiff waren, die wohl etwas mit dem Coolridge-Raub zu tun haben, mit dem Raub dieses Army-Schiffes, ja, die will er alle umbringen lassen.